Was wäre, wenn wir Hochhäuser oder ganze Quartiere als Dörfer denken würden? Mit einem Marktplatz, einer Gaststätte, mit einem sozialen Mittelpunkt, also mit Orten, an denen sich wie zufällig Menschen begegnen können. Dörfer stehen für Ruhe, für Gemeinschaft, für Intimität. Gemeinsam sind wir stark. Was wäre, wenn diese Art von Leben auch mitten in der Stadt, in der Innenstadt möglich wäre, ohne Pendelfahrten rein und raus, ohne den Stress morgens und abends? Städtische Dörfer ohne provinzielle Enge. Bewusst geformte Nachbarschaften, zusammengesetzt aus Einzelnen, aus Familien, aus Gruppen, die in der Lage sind, auch den anderen hier oder da etwas zu geben. Stadtplaner meinen häufig, dass sie auch mit schlechter Architektur gute Städte bauen können. Das ist eine Vorstellung, die mich immer ganz nervös werden lässt. Es ist wichtig, dass wir da mehr Ambitionen haben. Denn es geht nicht nur um schöne Häuser und schöne Plätze. Das ist auch sehr wichtig. Aber es geht vor allem darum, Orte zu schaffen für die moderne Stadtgesellschaft. Orte zu schaffen für Menschen, deren Leben sich schon deutlich verändert hat. Es ist eine ganz andere Lebenssituation, als wie sie noch die Menschen in den ländlichen Gebieten hatten. Es ist ein ganz anderes Leben, als es noch unsere Elterngeneration hatte, auch tatsächlich. Das Leben ist viel mobiler geworden, viel abwechslungsreicher geworden. Die Menschen sind anspruchsvoller geworden. Sie sind auch anspruchsvoller geworden an ihre soziale Umgebung. Und diesem Anspruch wollen wir und müssen wir auch tatsächlich gerecht werden mit zeitgenössischen Räumen, die es schaffen, Menschen zusammenzubringen und aus Einzelnen eine Gemeinschaft werden zu lassen. Zurzeit beschäftigen wir uns mit zwei Konversationsprojekten. Das sind bestehende Hochhäuser, die als Büroarbeitsplätze über Jahrzehnte ihren guten Dienst getan haben. Diese Arbeitsplätze wandern jetzt aber woanders hin, an andere Stellen in der Stadt. Und es stellt sich jetzt die Frage, wie wir diesen Standorten wieder neues Leben einhauchen können. Wir wollen das machen, indem wir sie konvertieren, indem wir sie umbauen, umrüsten, sie ertüchtigen und für Wohnen, für zeitgenössisches Wohnen wieder herrichten. Im Wesentlichen stellen wir uns dort kleinere Wohnungen vor. Menschen sind am meisten an Menschen interessiert und deshalb kommen sie eben auch in die Stadt, weil sie Menschen begegnen wollen. Wenn sie eine kleine Wohnung haben, dann ist die Frage, wie können wir ihnen auch eine Infrastruktur bieten, die es ihnen ermöglicht, auf eine ganz natürliche Weise, so wie in Dörfern, wenn man über den Marktplatz oder über den Dorfplatz geht, dann eben auch wieder andere trifft. Und das müsste möglich sein in innerstädtischen Situationen. Also schaffen wir im Erdgeschoss Einrichtungen, die dafür sorgen, dass dort Menschen auch bleiben, dass sie sich nicht nur in ihrer Wohnung aufhalten, sondern dass sie eben auch dort unten einen Kaffee trinken, dass es dort ein Restaurant gibt, dass es dort auch so etwas wie ein Quartiersmanagement gibt, Personen, die man ansprechen kann mit den alltäglichen Fragen des Lebens. Es soll dort so etwas wie ein Kaminzimmer geben, eine kleine Bibliothek. Also auch so etwas wie eine Mischung aus Waschsalon und Café, Internetcafé, also Orte, die man auch vielleicht im Hotel findet, in einer Jugendherberge findet oder auch so etwas wie auf Marktplätzen. Also eine Mischung aus Favela, Hotel, Jugendherberge und Marktplatz. Unsere Aufgabe ist es, urbane Dörfer zu schaffen, Orte zu schaffen, an denen Menschen sich einfach so begegnen können und zu Nachbarn werden. Ich freue mich wie immer auf Kommentare.